Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Conan Excites. Ihr seht schon, hinter uns gewittert und donnert und der Himmel ist erbost und es hat sich sehr viel getan. Ihr seht schon, holla die Waldfee. Hier ist sehr viel passiert, da klingen sogar die Glocken von außen. Das sieht hammergeil aus. Die ganzen Stützen, die Decke und so und die Schrägdächer und was da hier jetzt zu sehen ist, das habe ich nicht gebaut. Das, was ich vom letzten Video gesehen habe, das habe ich alles so hochgezogen. Aber das hier hat mein ehrenwerter Kollege gebaut. Danke dafür. Sein Turm hat er auch ordentlich hochgezogen. Da probiere ich mal. Schaffen wir dieses Jump'n'Run? Ah! Nein! Das war ein bisschen zu knapp. Schaffen wir es von hier nach da üben zu springen? Ah ja, das finden wir raus. Ihr seht schon, der Turm hat auch schon eine ordentliche Höhe erreicht. Er will ihn ja höher machen als das Ding, verständlich. Und dann da einen Weg rüber machen. Oh Gott, das wird knapp. Nee. Bitte. Das tut weh. Innen drin haben wir ja unseren Bau noch verblombt. Deswegen müssen wir außen erstmal hochklettern. Und dann noch zweitens, wir haben den größten Coup aller Zeiten gemacht. Also, ihr wisst ja, dass wir Zeitgeist irgendwann mal ausgeraubt haben vor einigen Parts. Ihr müsst euch die Menge, wo wir da rausgeholt haben, mal... Ja, fünf vorstellen. Also, wir haben unser Lager verdreifacht gefühlt und den Wert verzehnfacht. Das war krass, die Basis. Die sah unscheinbar von außen aus, aber wir haben so viel hereingeholt. Das ist krass, ey, vom Wert. Ja, einfach nur noch der Kartenraum da. Ja gut, beschweren wollen wir uns nicht. Oh, du hast schon gut ausgeräumt trotzdem. Oh, hauer. Knochen. Oh, ich guck mal, was... Ja. Erstmal die wertvollen Truhen. Da waren so viele legendäre Sachen. Auch beispielsweise schon wieder eine Truhe voller den Sperren hier. Und voller verderbten Waffen und anderen Schrott. Ihr seht auch schon, ich habe noch meinen Träger-Outfit an. Die Purge ist auch deswegen fast voll, weil wir so viele Truhen platziert haben. Aber dazu später mehr. Ihr seht schon, das sieht hier alles schon sehr, sehr geil aus. Hier wollen wir dann den Überhang rüberbauen. Bis da vorne hin kommt dann der Thronsaal. Dann hier baut er sich so einen kleinen Weg rüber, dass er von hier aus auch in seinen Turm kann. Gute Sache, braucht man nicht rauszugehen. Und ja, hier seht ihr schon, hat er schöne Stützen hochgezogen und hier gleich schräg rüber gebaut. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Hier hinten müssen wir wahrscheinlich das Dach nochmal etwas höher machen, weil ihr seht schon, auf welche Höhe wir hier sind. Vielleicht machen wir es hier nochmal, also hier im hinteren Abschnitt nochmal ein bisschen höher dann, aber das dann mal gucken. Vielleicht lassen wir es auch so, das besprechen wir nochmal genauer. Ihr seht auch da hinten, haben wir jetzt auch einen schönen Aufgang, das sieht auch sehr dekorativ aus. Und ja, hier kommen dann die Treppen hin. Andere Seite haben wir auch verblombt, dass da keiner reinkommt. Und ja, hier gibt es eine schöne Treppe nach oben. Und dann sind wir hier oben. Was wir hier oben dann machen, das wissen wir noch nicht so ganz. Aber ihr seht schon, das ist schon eine geile Fläche. Und auch von der Höhe. Huch! Schnell mal runtergefallen. Von der Höhe ist es schon ordentlich. Das ist schon wirklich ordentlich. Und es sieht auch richtig prachtvoll aus. Das hier wird dann der Thronsaal. Da kommen dann große Tische hin, Statuen, anderes Zeug. Und ganz oben hier... In der Mitte ein Thron oder zwei Throne. Besser gesagt, wir sind da die Herrscher dieses Landes. Und ja, die Brückenhannisse nebenan sind leider auch nicht mehr da. Ich weiß nicht, inwieweit wir die ausgeplündert haben. Das kann ich nicht sagen. Aber den Typ, wo wir da jetzt ausgeplündert haben, der war, wo war der? Hier. Das war ein ganz unscheinbare Ding hier. Und ja, das war geil. Jetzt ist der da aber auch weg. Ich muss mal die Karte hier aktualisieren, weil hier so viele Sachen sind, die ich markiert habe, die gar nicht mehr da sind. Ziemlich die meisten eigentlich. Das muss ich mal aktualisieren wieder. Aber das war... Alter. Das zeige ich euch jetzt mal. Es
gehen wir hier mal runter, ohne zu sterben. Blub. Ja, von innen hat sich nichts weiter getan. Hier ist alles schön. Gehen wir mal gleich von vorne rein. Ich weiß nicht, inwieweit mein Freund hier schon alles aufgeräumt hat. Weil ich konnte leider gestern nicht mehr um 1.30 Uhr die Nachricht erhalten. Alter, wir haben... Könntest du vielleicht kommen und bla 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 bla. Aber ich sag, okay. Wenn du Hilfe brauchst, komme ich gern. Und ja, hier ist, einiges voll. Und ich glaube, der hat auch schon hier ein bisschen aufgeräumt. Hier haben wir dann auch nochmal Kisten reingemacht. Hier, die ist beispielsweise leer. Ich glaube, der hat schon ein bisschen aufgeräumt. Ich habe gerade die Nachricht erhalten auf mein Handy. Es war gerade erst die Hälfte, wo wir da haben. Also, hier wurde noch gar nichts aufgeräumt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, dann muss ich wahrscheinlich wieder gleich mein Reiteroutfit anziehen, aber das erspare ich euch. Das ganze Zeug hier, zu transportieren, das erspare ich euch hier. Weil hier sind schon ein paar Kisten leer. Vor allem auch 176 Machtfragmente. Und das ist auch so geil. Das ist die geilste Truhe überhaupt. So viel Geld und der Stein, Alter! Das ist geil. Dann hier die Seite haben wir auch nochmal voll gemacht. Ihr seht schon, da sind überall schöne, schöne Sachen drin. Ich weiß nicht, inwiefern hier alles aufgeräumt ist. Aber ja. Und auch hier haben wir ein paar Sachen hier noch drin. Ein paar Begleiter. Unhold! Oder hier Säbezahn. Schwarzes Nashorn. Die Typen waren wirklich rich. Und ja. Ich glaube, ist er noch online? Spielerliste? Ich bin gerade in der PvE-Zeit online. Und ja, er ist... Er läuft da rum. Hier habe ich doch gerade Limbus gesehen. Hier, Revan, er läuft da rum. Er läuft irgendwo rum. Wie gesagt, ihr könnt gerne mitmachen bei den Server. Es macht sehr viel Spaß und neue Leute sind immer gut. Lasst euch halt von den ein oder anderen nicht so viel ärgern. In der PvP-Zeit beispielsweise. Und ja, dann geht schon alles klar. Es sind viele neue hier, ihr seht schon. 5, 4. Oh, hier ist auch ein neuer bei... JBI, okay. Level 13 beispielsweise, 47. Es sind nur einige neue dabei. Q ist auch mal wieder da, war. Schön. Und ja, ihr könnt gerne mitmachen. Der Server hat noch genug Kapazität. Und ja, wo ist denn jetzt unser Kumpel hier? Irgendwo geistert er rum. Seht ihr irgendwo einen Punkt, wo der hier rumgeistert? Oder? Ich glaube nicht. Oder ist er hier? Ah doch, er muss hier irgendwo sein. Er muss hier irgendwo sein. Also irgendwo hat er sich versteckt. Versteckt hat er sich, der Kleine. Oh, schön. Das war echt... Das war also so viel, wie wir bei dem gefunden haben. Das hat alles übertroffen. Ich dachte ja, so viel wie wir bei Zeitgeist gefunden haben, so viel finden wir niemals. Aber das ist ja nochmal eine ganze Lüdde mehr. Und ja, das ist echt hammergeil. Wo ist denn dieser Typi hier? Der rennt da außen rum. Bleib stehen. Polizei. Und ja. Ich muss... War mein Pferd in der... Ich muss mal gucken, wo mein Pferd ist. Ganz ehrlich. Muss mal gucken, wo mein Pferd ist. Der Wolf. Der einzige Überlebende hier außen. Alle anderen tot. Jetzt ist er auf der Seite. Ey, renn ich die ganze Zeit rum. Er rennt hier rum die ganze Zeit. So ein Uli. Wo ist mein Pferd? Habe ich das oben reingestellt? Das muss ich ganz kurz mal gucken. Ah, hier ist auch einer, der baut. Hier ist auch Zeug drin. Ja, wir müssen wieder aufräumen. Die Kapazität unseres Lagers reicht bei weitem nicht. Wo ist denn... Wo ist mein Pferd? Ah, da ist es. Ja, das hat auch einen schönen neuen Sattel jetzt bekommen. Geil, Snowball 4. Du bist der Beste. Und ja... Außergewöhnliche Speer, außergewöhnlich. Ja gut, dann ziehen wir mal kurz Speer-Outfit hier an. Nicht viel Rüstung, aber ja, zieh einfach mal an. Chuck, 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 chuck. Sehen wir ein bisschen besser aus. Die Yetis stehen hier immer noch. Was brauche ich noch? Esen brauchen wir. Sorry, dass es hier etwas chaotisch wirkt, aber puh, mit das haben wir nicht gerechnet.
Er so, ja, ich baue mal ein paar Kisten. Ja. Hat ein paar Kisten gebaut und dann sagt er so, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Und dann habe ich nochmal 30 Truhen gebaut. Große Truhen. Junge, Junge, sage ich da nur. Junge, Junge. Oh, das ist alles verdorben. Geile Sache, das nehme ich alles mit. Das nehme ich alles mit, dann können wir es verarbeiten. Den ganzen Fisch da habe ich leider vergessen. Das presse ich mal durch. Geht ihr mal weg hier, ihr. Alles geben. 7 Stück, das ist echt so traurig, dass man auch so viel nur, na, Wundsekret bekommt. Aber Wundsekret brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Hust, hust. Okay, unser Keller sieht doch kellerhaft aus. Fischis ins Inventar. Braten wir hier mal wieder ein paar durch hier. Blub. Hier hin muss ich nochmal kurz. Chuck und Chuck. Huch! Hat er mich voll erschrocken, ey. Alles geben. Und play. Gut, dann kriegen wir ein bisschen Fischi-Fischi raus. Dann hier nehme ich mal aufteilen. Ein paar Fischis mit. Oh, beziehungsweise kann ich auch hier gekochtes Schweinefleisch. Und raus geht's. Oh, das ist echt. Also mit so viel habe ich wirklich nicht gerechnet. Dass wir so viel Zeug haben. Den Bär tue ich mal raus. Folg mir mal, mein Freund. Denn hier drin brauchen wir dich jetzt erstmal nicht mehr. Huch. Ja, versperr mir halt den Weg. Alter! Hör auf, Bär! Nach draußen geht's. Zu deinen Freunden. Oh, nicht mehr folgen. Ja, das sieht echt schon fett alles aus. Und wird noch alles viel fetter. Wir sind noch lange nicht fertig. Huch! Oh, Türchen. Zu. Oh, wir werden sehr viel Zeit auch verbringen, um die Sachen wieder einzusortieren. Und wahrscheinlich müssen wir noch irgendwie unser Lager erweitern, dass wir vor unsere Bude jetzt beispielsweise, na komm, geh runter, hier vorne ein Raid-Lager machen oder sowas in der Art. Und ja, solche Knochenrüstungen haben wir auch ein paar gefunden. Apollo 13, was geht ab? Apollo 13, warum bist du jetzt? Wo ist dein Meister, Apollo 13? Wo ist dein Meister? Er wird mir hier angezeigt, wo ist er? ja. Die Kühlschränke lasse ich erstmal. Wo waren die gehärteten Ziegel? Ich glaube, die waren da drin. Die nehme ich gerne mal mit. Ja, erstmal. Das nehme ich gerne mal in Gewahrsam hier. Dass wir die Materialien gleich mal zur Baustelle nehmen. Schwefel nehme ich auch mal mit. Wundsekret nehme ich auch mal mit. Stahlbahn. Sternmetall kann ich auch mal mitnehmen. Das nehme ich auch noch mal mit. Wir haben ein paar nützliche Sachen gefunden. Jedi-Beschützer. Okay, hier ist einfach mal ein Jedi-Beschützer drin. Den tue ich auch mal in die Kühltruhe. Brauche ich zwar nicht, aber dann haben wir alle Begleiter beisammen. Eieiei. Das ist echt eine geile Sache. Wir werden aber trotzdem auch noch ein paar mehr Yetis holen. Unten bei, wo war das? H3 oder wo das war? Ja. Hierhin, da machen wir auch noch mal eine Expedition, wo wir ein paar Viecher holen. Und ja, blub. Da holen wir dann noch ein paar Yetis und anderes Zeug. Und dahin machen wir auch auf jeden Fall noch eine Expedition. Und boah, ey, das ist echt krass, wie viel wir hier gefunden haben. Ganz ehrlich. Türchen zu. Guten Tag. Guten Tag. Ja, das ist einfach nur krass. Hui. We need your horse. Okay, die Rüstung muss ich noch woanders hin. Die liegt ja einfach nur drin, weil Platz und so. das da. Ja, jetzt nehme ich die doch mal mit. Dann Sternmetallbahn brauchen wir da drin auch nicht. So. Zwirren lege ich mal dahin. Sortieren wir hier mal den Schrott ein bisschen um.
Chuck, 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 chuck. Holz haben wir auch viel gefunden und anderes Zeug. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Das da lege ich auch mal hier. Rinder. Gut, wir können ein bisschen bauen. Ein bisschen. So. Hier haben wir den Harry. Hier. Ja, ist voll. Oh, oh, oh. Hat der hier noch ein bisschen? Ein paar Stahlbahnen können wir reinpfeffern. Okay, dann haben wir Silberbahn haben wir auch noch gefunden. Ah, wie viel Zeug das. Das. Da brauchen wir bestimmt ein paar Jährchen, um das Zeug wieder einzusortieren. Aber das hat uns auf jeden Fall viel weitergeholfen. Wer ist das da? Wo ist eigentlich Wyatt Henry? Bloodhunter, okay. Wir sind auch nochmal gehärtete Ziegel. Ah ja, das war die, wo wir noch verarbeitet haben. Nehme ich mal hier das da ein bisschen raus alles. Dann kommt hier rein ein bisschen Wundsekret wieder. Chuck. Ah, warum? So, alle runter. Blub, 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 blub. Und jetzt noch Schwefel brauchen wir irgendwo. Wo hatten wir denn eine Schwefel? Schwefel war hier drin, ne? Wir bräuchten hier eigentlich nochmal eine Truhe. Ganz ehrlich, ja. Es geht hier nichts mehr rein. Es geht hier nichts mehr rein! Ich habe gerade die Nachricht erhalten auf mein Handy. Es war gerade erst die Hälfte, wo wir da haben. Also, hier wurde noch gar nichts aufgeräumt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, dann muss ich wahrscheinlich wieder gleich mein Reiteroutfit anziehen, aber das erspare ich euch. Das ganze Zeug hier, ja. zu transportieren, das erspare ich euch hier. Hau ich mal kurz das da rein, Sternmetall. Das haben wir hier oben. Blub. Das erspare ich euch. Da tue ich auf jeden Fall mich selber mal ein bisschen, mich engagieren hier. Meine Rüstung. Ich brauche mal irgendwann mal eine eigene Truhe. Ganz ehrlich, ich brauche mal eine eigene Truhe irgendwann. Verdammt. Rüber, rüber, rüber. Das Zeug hier rüber. Okay. Erst die Hälfte. Boah, da muss ich echt noch ordentlich viel und ordentlich oft reiten. Und ich denke, damit war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge Conan Exiles. Hier heute sozusagen erstmal ein kleines Update, weil wir müssen erstmal alles verstauen und alles bliblablub machen. Und ja, bis dahin denke ich dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ich werde jetzt 200 Millionen Mal laufen.